Aber dein Tool, würde ich jetzt schon ein bisschen beschreiben, ist der Comic oder der Cartoon. Warum das Hilfsmittel? Also wir haben über Cartoons ja schon geredet, aber was kannst du mit dem transportieren? Also ich glaube, es ist also weniger der Inhalt und mehr das Medium. Also Marshall McLuhan hat irgendwie immer gefunden, Medium is the message. Also grundsätzlich, der Inhalt ist egal. Das Medium wird ausgemacht durch das Medium. Also Ja, das habe einfach. ich heute gesehen, die zwei, wo du auch ein Video gemacht hast darüber, oder? Genau. Eben, McLuhan findet eigentlich. Also grundsätzlich ist es jetzt egal, ob ich irgendeine Ansicht von mir oder irgendeine gesellschaftliche Bemerkung über diesen Text oder in ein Bild tue. Der Unterschied ist einfach, wenn ich es in ein Bild tue, dann wird es auch rezipiert. Also wenn ich jeden Tag einen Abschnitt über was mir auffällt an der Gesellschaft irgendwie würde, nein, aufs Internet stellen, dann hat das wahrscheinlich einfach nicht die Verbreitung. Okay. Also kann man das auch irgendwie einfach sagen, wenn du einfach präsent bist, wirst du wahrgenommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann ist es egal mit was. Hauptsache, du bist präsent. Also nein, also es ist natürlich, also für meine Anliegen ist es jetzt überhaupt nicht egal. Ich habe meine Nein, das Anliegen, ist schon klar. Aber genau. so, weil es gibt ja auch den Aussatz, aber ich weiß nicht mehr, es können. Ob schlechte Presse oder gute Presse, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig, oder? Das gehört ja Genau. schon auch in die. Ja. Genau, also es ist schon ein bisschen, also wenn jetzt irgendjemand findet, kannst du mir einen Text schreiben, so über Klimawandel, für irgendeinen Anlass, dann schreibe ich super gerne einen Text. Also hab ich auch schon gemacht. Und das ist super befriedigend. Und wenn du irgendwie ein Theaterpublikum hast, wo auf einen Text wartet, dann den Text präsentieren, das ist toll. Cartoons sind einfach so das Medium, wo du jetzt halt nicht darauf angewiesen bist, dass jemand in einem Saal sitzt und darauf wartet, dass jetzt ein längerer Text kommt zu einem Thema. Ja, wir haben ja viele Cartoons zusammen gemacht. Also ich gebe dir ja die Ideen oder Inputs. Und ich muss schon auch sagen, was ich an diesem Medium super finde, oder? Du kannst es einfach in den Raum stellen. Also ich kann dir das geben, ich kann es mal gegenlesen und nachher kann man es einfach geschehen. Also man muss nichts mehr darüber machen, man muss auch nichts erklären, weil es ist selbst erklärend oder jeder kann drin interpretieren, was er will. Und das kann man, ich jetzt in dem Medium, wenn ich mit Leuten rede, wird immer auch begründet und erklärt und so. Und da kann ich einfach viel Blut reinstellen und auf die Reaktionen warten. Ich finde, das ist super Medium, einfach mal eine Reaktion, egal aus welcher Seite entstehen, oder? Ja, nein, und aber einfach zum bestimmte Sachen darstellen. Also ich finde, dort ist es eben auch wunderbar. Also weil das, was transportiert wird, ist ja dann nicht einfach vor allem meine Ansicht oder irgendein toller Witz oder so, sondern eben, es geht ja auf etwas, was du sagst, ist jetzt relevant für jemanden mit einer körperlichen Behinderung. Und dann erfahren die Leute plötzlich einmal so ein bisschen Sachen, wo sie jetzt gar nicht dran gedacht haben. Ja, ich habe die Poebene noch nie Ja, genau. schöner dargestellt gesehen. Also, weil man kann ja den wirklich schönsten Teil vom Menschen ein bisschen grösser darstellen und dann halt wirklich die Sicht einfach so darstellen, oder? Genau, nein, eben, das sind so Sachen, das überlegt man sich gar nicht, oder? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, eben körperliche Behinderung, auch Rollstuhl, oder? Ist das nicht Ja. mühsam, so gewisse Sachen durchzukommen? Und man reduziert es dann so ein bisschen auf irgendetwas, was kompliziert ist. Und wenn man ein liberaler Mensch ist, dann findet man ja, und also natürlich sind das sonst ganz normale Menschen, normal ist ein blödes Wort, aber einfach so, Ja, natürlich. ich weiß was, also so. Genau, also natürlich reduziert man dann nicht einfach das auf das, aber einfach so ein bisschen, es hilft, glaube ich, immer, wenn man dann so gewissen Realismus drin hat oder Naturalismus, einfach so ein bisschen, ja, also wenn man die Cartoons liest, dann versteht man es ein bisschen besser, wie es ist mit dem Rollstuhl und was es noch so für kleine und größere Probleme gibt. Und ich glaube, das trägt dann bei zur Sache. Das sicher, oder dann kann man
schöne Streit, Debatten führen, dass jetzt der Humor halt zu schwarz ist und dass es nicht geht und so, das kann man auch. Also, das bietet das Medium natürlich auch. Oder? Man kann also Erklärung oder man kann das Stimulation für Streitdiskussionen brauchen. Genau. Und das ist natürlich auch für mich toll, oder? Weil sonst, als Künstler bist du ja immer noch, als Beats bist du eben immer allein, wenn du deine Sachen machst. Und es ist eben immer eigentlich toll, wenn du einfach kannst finden, du komm, ich mache mal Cartoon und du sagst nachher, ob er funktioniert und du sagst nachher, ob man den rausgeben kann. Das ist eigentlich auch noch ein bisschen entspannteres Schaffen immer, als wenn ich jetzt einfach finde, so, ja, ich glaube jetzt, das ist eine gute Pointe. Ja. Wie gehst du an einen Cartoon an? So. Durch Wahrnehmung, durch Erzählungen und wie... Wenn ich jetzt dir etwas erzähle, was passiert in deinem Hirn, dass es nachher dann so auf dem Papier erscheint? Genau, also das Hirn ist eine wunderbare Sache. Also mit der Zeit automatisierst du es einfach. Also heute passiert ganz viel, einfach du erzählst etwas, ich laufe zur Tür raus und habe eine Idee für einen Cartoon. Wo ich das noch nicht so hatte, dann ist, also als ich angefangen habe, war ein Cartoon so etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde überlegen gewesen. Und dann gehst du einfach auch so ein bisschen durch Muster durch. Also du schaust schon mal, gibt es ein Wortspiel, das sich anbietet? Das ist oft der Fall. Dann nächstes ist so ein bisschen eben soziale Akzeptanz, haben wir es gehabt. Also gibt es irgendwo, wo sich das beißt mit sozial akzeptiertem Verhalten? Also gibt es irgendwo, wo du etwas machen musst oder jemand, also du sagst, du erzählst, wie Leute dir gegenüber treten und die haben irgendein Bedürfnis. Also sie wollen irgendwie entweder etwas von dir wissen oder sie wollen irgendwie einer Kommunikation aus dem Weg gehen, weil sie unsicher sind. Und dann überlegt man sich einfach, okay, und in welchem Fall führt jetzt das dazu, dass die etwas machen, was sie eigentlich nicht wollen oder wo man einfach anschauen kann und findet, ja, das macht man nicht. Das ist gegen unsere sozialen Regeln. Also einfach so ein soziale Regeln gegeneinander ausspielen. Also auch ein bisschen also die Norm von der Gesellschaft ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja, unbedingt. Aber weißt, das kann mir niemand erklären, vielleicht du mit deinem psychologischen Hintergrund auch. Warum gibt es die Norm in der Gesellschaft? Wer stellt die auf? Und wer sagt, was gehört rein und was gehört nicht rein? Weil jeder wollte doch eigenständig sein, oder? Ja, ja. Genau. Nein, das ist auch einfach so ein bisschen, also ein guter Teil davon ist Willkür, da gibt es recht viel Sozialpsychologie. Und es ist halt einfach, wenn eine Norm mal da ist, dann hat man immer das Gefühl, das muss man jetzt so machen, sonst geht unsere Gesellschaft unter. Also dort, wo man es am klarsten gesehen hat, ist eben so ein bisschen das Händeschütteln. Dass man einfach findet, ja, Schweizer Schulkinder müssen doch Händeschütteln, sonst geht doch unsere Gesellschaft unter. Das ist der Anfang vom Ende, wenn jetzt Kinder anfangen, Handschlag zu verweigern. Eine Studentin von mir hat das mal ein bisschen untersucht und einfach so, also sie hat recht viele Verwandte überall auf der Welt und hat mal umgefragt, und die Schweiz ist wirklich das einzige Land, wo das so macht. Die Schweiz ist das einzige Land, wo Kinder handschütteln. Du kannst in die Medizin schauen und findest einfach so, ja, was ist jetzt sinnvoll, rational? Rational ist jede Form von Begrüßung sinnvoll, außer Handschütteln, weil du damit einfach Bakterien austauschst. Ja, gewisse denn die Nasen, Neuseeländer, oder? Ja, genau. Ja. Ellbogen gibt es. Ärzte finden so, Fistbump ist eine gute Begrüßung. Finde ich auch okay. Genau, eben. Ich als Grobmotoriker, wo mit Wehmotoriker ein Problem habe. Eben, und gerade wenn irgendwie so das Kind oder die Erwachsenen vorher so schnell die Tank genüsst haben, nachher die Hand geben, ist uncool. Genau. Nein, und einfach sobald es die Regeln gibt, man gibt dann an die Hand, dann gibt es einfach aufs Mal, dass man irgendwie findet, aha, jemand gibt nicht die Hand, jetzt müssen wir ganz fest schauen, sonst geht alles Bach ab. Und dann gibt es halt einfach ganz viele Regeln und eben ein Stück weit dann auch wieder eben was ihr glaubt mitkriegen, dass also sobald du halt ein bisschen außerhalb von der gesellschaftlichen Norm bist, du musst mit den Leuten natürlich auf regelkonforme Art umgehen und dann aufs Mal geht das nicht mehr. Oder du bist nicht mehr so ganz sicher, wenn ich jetzt mit dir rede, dann ich jetzt nicht vielleicht auch die ein oder andere Regel übertreten, weil ich jetzt aufs Mal
ein falsches Thema anschneide, ein falsches Wort sage, weil ich irgendwie mal blinden sage, hast du gesehen? Genau. Blinde haben, soweit ich das bisher herausgefunden habe, kein Problem damit, wenn du sagst, hey, hast du gesehen? Ich finde das sogar noch lustig. Ja, eben. Schau, mir passiert ja auch oft, ich gehe. Ja, eben. Aber ich kann selber ja nicht gehen. Ich sage das selber in meinem Wortgebrauch, oder? Ja, eben, man macht ja jetzt nicht eine neue Sprache auf. Für das meint man, sage ich Rolle auch. Aber ja, eben, das ist cool, aber ich sage nicht irgendwie, ja, bewegst du dich mit deinem Rollstuhl auch noch auf Zürich. Also, ja. Gehst du auf Zürich? Das ist so. Das ist genau. So. Gibt es bei dir den Anspruch, dass jeder Cartoon auf irgendwelcher Ebene muss etwas aussagen? Oder kann einfach auch mal... Du, eben, ich mache einen Cartoon pro Tag, allzu wählerisch bin ich dann einmal auch nicht. Er sollte funktionieren. Also das zeige ich mal sicher meiner Freundin. Und wenn sie jetzt findet, das versteht man nicht, dann bleibt er halt in der Schublade. Ich finde das ganz klar, wenn du jetzt einen Cartoon machst, wo du gesehen hast, dass das deine Optik ist. Aber eben, ich erzähle dir ja oft, wie viel von dir ist gleich in diesen Erzählungen drin, denn im Cartoon? Genau, also vielleicht können wir schnell nochmal wieder zurückgehen, okay. Wie mache ich Cartoons? Ja. Eben so, also das eine ist eben so ein bisschen herausfinden, eben zum Beispiel so soziale Normen und herausfinden, wo bissen sich die? Wo laufen, also eben, das oder weil da kommt einfach das Handwerk rein, einfach so, also wie kreiere ich aus dem, was du gesagt hast, irgendwo, wo eben gerade Normen verstoßen. Also ich bin noch nie besser getroffen worden, wie bei dir bei gewissen Comics, also muss ich nur sagen. Genau, aber eben, also einfach so ein bisschen, wie bringe ich das auf den Punkt, dass Normen gegenlaufen und ein Stück weit ist es dann einfach auch so ein bisschen Schadens- und Schmerzmaximierung. Also Cartoons sollten immer so ein bisschen schmerzhaft sein. Unbedingt. Genau, also halt einfach so ein bisschen, wie merkst du Situationen so, dass es einfach wirklich schmerzlich ist für die Person dort drin, vielleicht auch für den oder die, die es liest. Und das ist einfach Handwerk und das ist sicher etwas, was dann von mir reinkommt. Ja. Gibt es Themen, die nicht geeignet sind für Cartoons, wo du auch sagst, da lange nicht drin? Also ich würde sagen, die Anführungszeichen heikle Themen, sicher einfach mit den Leuten, die es betrifft. Also weil ich, also man sieht auch den Cartoons an, also weißt du, so ist jetzt einfach, ist jetzt halt der Witz, oh, Person kann sich nicht bewegen oder ist im Rollstuhl oder ist blind. Dann wäre ich so ein bisschen skeptisch, Leute gehen komisch um mit Leuten, wo eine Behinderung haben oder etwas, wo ich dann finde, ja, also über das kann man immer Cartoons machen. Genau, einfach halt mit den Leuten, die es betrifft, also wo du dann einfach findest, ja, also ich will jetzt einfach nicht irgendwie mich hineinversetzen in jemanden, wo so etwas hat und dann vorgehen, die Perspektiven irgendwie einzunehmen, weil die habe ich einfach nicht. Ja, weil Teisel Brugger hat ja mal gesagt, und den Ansatz habe ich noch spannend gefunden. Man kann sich über alles lustig machen, wenn man nachher aber kann auch ernsthaft über die Themen diskutieren. Ja. Und das finde ich eigentlich einen super Ansatz. Mhm. Also, ja, weil es gibt auch einen anderen Cartoonist, der sagt, vor allem jetzt in den Behindertencomics, weil er oft angegriffen, er ist aber selber behindert, dass er sich lustig macht über Behinderung. Und er sagt ganz klar, wenn man die über Behinderte nicht lacht, grenzt man sie auch aus. Ja, und ja. Dann sind sie auch wieder ausgrenzt, oder? Ja, also es hat bisher ein Cartoon gegeben, ich weiß nicht mehr, dass es war. Also, wo ich jetzt wirklich gefunden habe, ja, ich schaue mal, wie viele Follower dass ich auf Facebook habe, vorher und nachher. Ah, okay. Aber das hat funktioniert, also es sind nachher gleich viel gewesen wie vorher. Aber wo du kennst, ja, da könnt's. Ja, eben, weil es ist ja dann gleich immer. Also, eben, ich kriege irgendwie von euch dann Likes und sehe, oh, das ist 5-mal geteilt worden. Aber es gibt natürlich irgendwie das Potenzial, dass irgendwie 100 Leute, die sich jetzt nicht melden, drauf, dann halt einfach finden, ja, das tue ich mir jetzt nicht mehr länger an. Aber auch das
hat ja gleich etwas erzeugt. Also er hätte sich ja gleich müssen auseinandersetzen damit. Also ist es gleich manchmal auch wichtig, auch nicht der Norm immer zu entsprechen oder auch wirklich mal einen Kontrapunkt zu setzen. Oder? Ja, ja, also das ist immer, also letztens habe ich einen Text mal gelesen bei einem Anlass, wo jetzt das paar Leute ein bisschen zu viel war. Also irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Texte gelesen und irgendwie bei 4 davon immer so schön Applaus und wow. Und bei meinten hast du, laufst du einfach weg und dann hörst du so, nein. Ja, nein, wirklich nicht. Und dann findest du so, ja, ist okay. Aber so eben, also du würdest einfach gerne wissen, ja, ist jetzt das einfach, finde ich jetzt eigentlich grundsätzlich lässig, der eine Text ist einfach so ab und zu ein bisschen zu viel gewesen. Und einfach, wenn du jetzt einfach nur so ihr Klischee bestätigt hast, von ihrer Weltsicht ist in Ordnung, weil ich es nicht bin, dann hast du ja auch keinen Einfluss. Und eben das was ich finde, was am besten ist und was mir am wohlsten ist, ist einfach so, wenn du so ein bisschen merkst, ja, die Leute entscheiden sich gerade noch knapp, um darüber zu lachen. Weil dann weißt du, jetzt sind wir ein bisschen an der Grenze von dort, wo etwas passiert. Ja, und manchmal finde ich, darf auch ein Lachen manchmal ein bisschen im Hals stecken. Ja, ja. Also so. Oder auf den Stockzähnen ein bisschen lachen. Also, es muss immer Schenkel klopfen, Lacher sein. Oder? Ja, ja. Nein, und es kann auch sein, dass jemand findet, ich respektiere dein Anliegen, aber über das lache ich jetzt halt einfach mal nicht.